Adenauer war ein Mensch, der mit Akten arbeitete, der alles genau wissen wollte und auch genau wissen wollte, was vorgeht. Er hatte erstens eine große organisatorische Erfahrung. Als Verwaltungschef der Stadt Köln hatte er ja zweifellos eine enorme Routine, wusste die Leute zu beschäftigen. Und auch die Leute, die ihm zuarbeiten mussten, sie wurden von ihm erzogen. Eine Vorlage für Adenauer, wenn er die durcharbeiten sollte, durfte nicht länger als anderthalb Schreibmaschinenseiten sein. Er musste unten drunter noch ein bisschen Platz sein, dass er noch was draufschreiben konnte. Es musste aber aufgebaut sein in ganz klarer Diktion, Thema, gegenteilige Meinungen einander gegenübergestellt, Lösungsmöglichkeiten. Und die Mitarbeiter im Bundeskanzleramt waren hervorragend in der Ausarbeitung der Vorlagen für solche Gespräche und Verhandlungen an Adenauer. Ich habe einmal erlebt, das war nun das Gegenteil, es handelte sich darum, die Zuständigkeit der Bundesregierung für die bisher von den Engländern und Amerikanern kontrollierten Grundstoffindustrien, Kohle und Stahl, herbeizuführen. Um ihnen das ganz komplexe Gebiet der englischen und amerikanischen Kohle- und Stahlkontrollen, Demontage und sowas einzuführen, hatte mir mein Freund Etzel den Auftrag gegeben, eine Vorlage für Adenauer zu machen. Diese Vorlage habe ich in der Art, wie das für Adenauer sein musste, natürlich im Text sehr komprimiert. Aber immerhin, es waren an die 30 Schreibmaschinenseiten entsprechend gegliedert, mit so und so vielen Anlagen. Und Etzel kam einmal zu Adenauer und Adenauer studierte gerade dieses Aktenstück und sagte: Mein Gott, ist das kompliziert. Also, das war für ihn eine unsägliche Arbeit, überhaupt mal in diese Dinge hineinzukommen. Die Dinge sind ja dann, haben Jahre gedauert, bis es soweit war. Für Erhard hatte ich übrigens eine ähnliche Aufgabe. Erhard in das Problem der North German Iron Steel Control einzuführen. Da haben wir 2 Tage ein kleines Seminar veranstaltet mit Erhard, mit Roland Risse, Franz Etzel und mir. Und ich hatte 2 Tage dann die beiden Herren des Wirtschaftsministeriums in das Thema einzuführen.